Okay, dann der nächste Hotelzimmercheck. Heute das Mövenpick in Frankfurt am Main, in der Nähe von der Messe. Also falls ihr mal auf der Messe seid und da vielleicht Konzerte habt oder eine Veranstaltung und sucht ein schönes Hotel, schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Okay, so mal die Karte hier reinmachen, damit hier ein bisschen Licht angeht. Es werde Licht. Aha, aha, aha. Okay, hier links das Bad. Oh, eine sehr schöne Dusche hier mit bodentiefem Glas und schönes Shampoo. Duschbad. Ja, Spiegel. Angenehmes Licht hier. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt im Video. Also ist echt angenehm. Nicht so hell, nicht so dunkel. Vergrößerungsspiegel gibt es auch noch. Föhnaussehen. Carbon. Heißt auch Carbonic. Wow. Ja, hier gibt es auch wieder vegane Seife. Auch nicht schlecht. In der Ecke die Toilette. Naja, das ist jetzt nicht so schön irgendwie. Aber gut. Ansonsten, ja, völlig ausreichend. Hier habe ich schon mal meinen Koffer vorhin abgeworfen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick in die Schränke. Also hier der übliche Safe. Hier nochmal ein extra Kissen, falls man ein anderes Kissen braucht oder haben möchte. Was haben wir hier? Sewing Kit, ein Nähset, falls der Knopf abreißt. Renew Refresh Cotton Pads. Okay, irgendwelche Baumwollpads, für was auch immer. Wäschebeutel. Okay. Ist das da vorne ein Schrank? Ah, hier ist auch ein Schrank. Aber der ist verschlossen. Das ist wahrscheinlich hier für die Reinigungskräfte. Ja, dann mit das Wichtigste hier so, die Bettchen. Klimaanlage gibt es auch. Was steht da? Good night and sweet dreams. Tja, kleiner Fernseher. Da hatten wir letztens in dem anderen Hotel schon einen größeren. Aber mal gucken, ob das auch so eine bescheidene Software hat. Ich drück schon mal an hier. Da geht er schon mal an. Das finde ich immer sehr schön, wenn es in Hotels eine Flasche Wasser zu trinken gibt. Definitiv. Also damit kriegen sie mich ja. Das heißt, wenn man irgendwie eine Anreise hatte und hat ein bisschen Durst, dass man da was zu trinken hat. Ja, okay. Was haben wir hier? Schauen wir doch mal, was es hier für Programme gibt. Ob die auch wieder so eine komische Software haben. Okay, digitales Kabel offensichtlich. Channellist. Mal gucken, was da so dabei ist. Okay, also die üblichen Sachen sogar, also die privaten nicht in HD. Und haben sie noch irgendwas Besonderes mit drin? Ansonsten sieht das aus wie der typische Kabelfeed. Ja. Also bei uns zu Hause, glaube ich, im Kabel, wenn man jetzt keine extra Freischaltung hat, sieht es genauso aus. Ich probiere mal hier so ein Pay-TV, mal gucken, was da passiert. Ne, die sind nicht dabei. Sind zwar in der Liste hier, aber die haben sie nicht ausgeblendet. Hier kommen dann schon die Radiosender. Ja, also gut, kann man damit leben. Bett, was haben wir hier für Kissen? Auch ganz wichtig. Irgend so ein kleines hier, was soll das? Das große, oh, das sieht aber sehr weich aus. Oh, das mag ich nicht, das muss ich dann doppelt nehmen. Oder vielleicht gibt es dafür das extra, damit man das mit drauflegt. Wie sieht der Blick aus? Ha? Wo geht's hier auf? Hier. Oh, also ich gucke hier quasi, ich kann sogar aufmachen, nur kippen. Ganz kann ich es nicht aufmachen. Also ich gucke hier Richtung Messe auf eine Mauer. So, nach hinten raus. Also das sind so die Zimmer, wo man jetzt nicht unbedingt eine Woche verbringen möchte. Es sei denn, man hat jahrelang in Berlin gewohnt und auf die Mauer geschaut. Denn da drüben ist die Messe, also direkt hinter der Mauer. Und das Hotel ist ja direkt neben der Messe. Naja, ein bisschen grün wenigstens. Aber sonst, ja, Sitzgelegenheit. Was steht da oben für einen Sinnspruch? Was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fang damit an. Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich. Johann Wolfgang von Goethe. Naja, in dem Sinne. Also habt ihr das Mövenpick Hotel in Frankfurt am Main bei der Messe auch mal gesehen, wo ich jetzt mal 3 Tage verbringen werde und auf die Messe gehen werde. Ja,
Geht. Ist sehr sauber. Ich mag den Teppichboden. Schön weich. Ach so, hier waren wir noch gar nicht. Halt. Hier ist ein Tee-Wasserkocher. Sehr schön. Mit ein bisschen verschiedenen Tee zur Auswahl. Das ist sehr gut, weil ich trinke jetzt mittlerweile sehr gerne Tee. Und hier die Minibar mit Bier, Cola, allem möglichen. Das hier oben steht nochmal ein extra Bordeaux Rouge. Extra ein paar Erdnüsse. Naja, werde ich nichts davon nutzen, das ist immer schweineteuer. Alles wieder zumachen. Okay, also, ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Hallo, ich bin's nochmal. Nachdem ich jetzt ein bisschen Zeit in diesem Hotel verbracht habe, sind mir doch noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich euch mitteilen möchte und die vielleicht für den einen oder anderen oder für die andere relevant sind. Punkt 1, was mir jetzt nicht so gefallen hat, ist der Duft von dem Duschbad, was hier hängt. Normalerweise ist das immer ganz geil in den Hotels und die Seife ist halt genau derselbe Duft. Aber das ist vielleicht auch eine persönliche Sache. Also mir hat dieser Duft irgendwie nicht gefallen und ich bin ganz froh, dass ich selber was mit hatte. Weil gerade wenn man geschäftlich unterwegs ist und reist mit kleinem Gepäck, dann hat man manchmal so, nimmt man das Duschgel halt nicht mit, weil man sagt, okay, es gibt im Hotel sowieso was. Ach, da wäre ich hier nicht glücklich geworden, wenn ich den ganzen Tag nach diesem hier gerochen hätte. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich meins mit hatte. Was mir auch noch aufgefallen ist, gerade bei Hotels in dieser Kategorie oder sogar in welchen mit niedrigerer Kategorie, hat man immer noch so kleine Fläschchen hier, wo dann so eine Bodylotion und sowas drin ist. Hat man jetzt hier nicht, was natürlich ein bisschen schade ist, weil gerade so Bodylotion mitzunehmen, das ist immer eine größere Flasche und so. Ist schon immer ganz, ganz gut, wenn man das im Hotel vorfindet. Ich bin dann nämlich am ersten Abend dann rüber in hier so ein DM gegenüber in der Skyline Plaza. Und da habe ich mir dann erstmal so eine Creme geholt, weil ich gar keine mit hatte. Ja, dann hier die... Ich habe mir gestern... am ersten Abend habe ich mir einen Kaffee gemacht. Hier so einen schönen Instant-Kaffee. Super lecker. Achtung, Ironie. Aber ich habe halt einen gebraucht, weil ich hier noch was gearbeitet habe. Und habe dann am ersten Morgen dann auch ein bisschen mit 10 Euro dagelassen für den Zimmerservice. Mache ich eigentlich immer so, weil ja, die machen das eigentlich... Ich hoffe, dass sie es überall ordentlich machen im Hotel. Und meistens füllen sie dann noch alles gut auf. Hier haben sie es allerdings nicht gemacht. Da ist nur jetzt ein koffeinfreier Kaffee noch drin. Und das Päckchen mit dem... in Anführungszeichen normalen Kaffee, haben sie nicht aufgefüllt. Das ist ein bisschen schade. Also hätte ich schon erwartet, vielleicht machen die das pro Gast, dass man quasi nur einmal pro Gast das auffüllt, dann das muss halt nach und nach aufbraucht. Und wenn es alles ist, halt alle, ich weiß nicht, ist keine so gute Sache. Dann, was ich jetzt wirklich bei der ersten Betrachtung, ja, wer es vorhin im Video gesehen haben, habe ich gesagt, ja, hier so das... Der Ausblick und so ist ganz okay. Ja, ich weiß nicht. Also wenn ihr euch ein Zimmer geben lasst, dann lasst euch vielleicht doch lieber ein Zimmer geben in der, ich schätze mal, die zweite Etage. Guckt auch noch auf die Mauer. Vielleicht doch eher was weiter oben. Denn hier ist auch noch ein weiteres Problem. Ich werde dann gleich mal meine Klappe halten, damit ihr das hört. Weil hier ist irgendwo... Hört ihr? Da ist so ein, na, vielleicht hört man es nicht, aber da ist so ein permanentes Grundrauschen, als wäre hier irgendwo eine größere Lüftungsanlage. Und durch die Mauer, die hier ist, fängt sich dieser Schall in diesem Innenbereich zwischen Gebäude und der Mauer. Und das ist schon echt ganz schön laut. Das habe ich bei der ersten Begehung von dem Zimmer gar nicht so mitbekommen, weil da war auch noch Straßenlärm draußen. Aber in der Nacht hört man das schon extrem. Ich dachte erst, meine Klimaanlage wäre noch an. Hab dann aber festgestellt, nee, die ist aus und habe nachgeforscht, wo das herkommt, dieses laute Rauschen, und es kam von draußen. Also nicht optimal. Ein Kollege von mir, der hat ein Zimmer oben im 6. Stock und der schaut auch nicht nach hinten raus, sondern nach vorne zur Straße, und bei dem ist super. Also da hört man nichts. Also wenn ihr dann vielleicht mal hierher kommt und wollt ein bisschen ein ruhigeres Zimmer haben, lasst euch entweder eins geben, was... Na gut, nach vorne raus ist auch schwierig mit der Straße, aber gut, in der Nacht ist da nicht so viel los. Oder halt wenigstens in einem höheren Stockwerk, dass ihr nicht hier direkt hinter der Mauer seid, wo sich der Schall so fängt. Ne? Okay, das
ja, habe ich noch was vergessen? Ach ja, genau, jetzt habe ich ja mittlerweile das Frühstück getestet in dem Hotel. Das Frühstück ist echt geil. Also wirklich top. Alles da, was man haben möchte. Alles, was das Herz begehrt. Und die haben auch genügend Fläche zur Verfügung für die Essenden. Das heißt, wenn da viel los ist, dann machen sie noch so einen weiteren Bereich auf, dass man irgendwo einen ruhigen Platz findet. Das ist schon echt gut gemacht. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was mich das gekostet hat. Das sehe ich jetzt gleich auf der Rechnung, wenn ich auschecke. Da langen ja die Hotels mittlerweile ganz schön zu, aber naja, gut. Ich werde es sehen. Es war es auf jeden Fall wert, weil ich kriege jetzt den ganzen Tag nichts zu essen und da habe ich wenigstens früh was im Bauch. Ja, und heute geht's nach Hause. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr noch was wissen möchtet zu dem Hotel, wenn ich irgendwas vergessen habe und ihr wolltet noch irgendwas wissen, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Format gefällt, lasst einfach mal ein Like da. Abo wäre auch cool. Und ansonsten sehen wir uns dann bald mal wieder. Tschüss!